BVB Total. Im Doppelpass mit der Telekom. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem morgigen Bundesligaspiel um 18.30 Uhr im Signal Iduna Park gegen den SV Werder Bremen. Ich begrüße wie immer unseren Trainer Thomas Tuchel. Eine bittere Nachricht für uns und Neven Subotic zu Beginn dieser Pressekonferenz. Der Spieler hat eine Thrombose im Arm, wird für den Rest der Saison leider ausfallen. Ihm geht es den Umsprechenden entsprechend gut. Er kann ein individuelles Training absolvieren, aber in dieser Saison leider nicht mehr auflaufen. Das ist natürlich sehr schade. Gute Besserung an dieser Stelle. Ihre Fragen bitte zum Spiel. Bitte. Herr Tuchel, erstmal vorneweg, wie sieht die personelle Situation aus? Gestern haben ja 2-3 Spieler auch individuell trainiert und im Anschluss direkt die Frage, wann kann Ilkay Gündogan wieder voll einsteigen und warum ist diese Fußverletzung so langwierig? Das wissen wir auch nicht so genau, wieso die so langwierig ist, aber sie braucht nun mal die Zeit, die sie braucht. Eli ist jetzt im Moment schmerzfrei, auch bei den schnelleren Läufen schmerzfrei, auch in den Fußballschuhen schmerzfrei, deshalb hoffen wir auf die nächste Woche wieder Einstieg ins Training. Das wäre ja, das ist das, was wir hoffen. Das wäre optimal. Und ansonsten sind es, glaube ich, außer Neven und Eli stehen, glaube ich, alle zur Verfügung, ja, wenn ich jetzt niemanden vergesse. Ja. Also die gestern individuell trainiert haben, nicht mit draußen waren, war der Länderspielbelastung, den Reisen und so weiter geschuldet. Bei Neven ist im Moment einfach das Problem, dass er keine Kontaktsportarten betreiben kann. Das geht aufgrund der Thrombose nicht. Also individuell, wie gesagt, kann er sich fit halten. Immer Kontaktsport kommt eben bis Saisonende nicht in Frage. Okay. Anne van Eickel, WDR Hörfunk. Werder Bremen hat sich wahrscheinlich mehr vorgenommen, die Saison, als im Moment da drin ist. Ist das so ein bisschen angeschlagener Boxer? Werder Bremen, ich muss eben ins Mikro fragen. Werder Bremen ist... hat sich wahrscheinlich mehr vorgenommen, als im Moment da steht, in der Tabelle auch. Ist das so ein bisschen ein angeschlagener Boxer aus Ihrer Sicht? Ich finde, dass Werder Bremen immer in der Lage war, in den letzten Monaten, wenn alle eigentlich dachten, dass es so am Kippen ist, auch ins Negative, dass sie auch dann überraschend gute Leistungen und auch überraschend Siege eingefahren haben, mit dem nicht so zu rechnen war. Also denkt man, das Pokalspiel, glaube ich, in Leverkusen war so ein Spiel. Da war die Situation und auch die Stimmung so gerade etwas am Kippen und war, glaube ich, eine Negativserie. Und dort haben sie dann sehr hoch gewonnen und auch gegen eine vermeintlich höher eingeschätzte Mannschaft mit Leverkusen, die auch deutlich vor ihnen steht und vielleicht sogar noch Champions League gespielt hat zu dem Zeitpunkt. Dann auch verdient und hoch geschlagen und glaube in der Liga dann sofort nochmal. Ich glaube, das war kurz hintereinander. So deshalb macht es auf mich eher den Eindruck, dass sie so als Gruppe und als Mannschaft und individuell sehr spieltechnisch sehr stark sind und sich auch in so für ein Spiel auch so einen kleinen Lauf reinspielen können. Aber dass ihnen so über die Saison gesehen natürlich die Stabilität fehlt, offensichtlich, um ganz konstant zu punkten. Trotzdem machen sie so einen Eindruck, das ist ein bisschen unberechenbar, also dass sie auch gegen favorisierte Mannschaften auch verdient gewinnen können, aber gleichzeitig auch gegen gleichstarke oder vielleicht vermeintlich schlechter besetzte Teams auch verlieren können. So, das ist, glaube ich, das Dilemma aus ihrer Sicht. Was es für uns bedeutet, ja, Konzentration auf uns. Ich finde, nach einer Länderspielpause gilt dieser Satz einfach noch mehr als sonst auch, dass man wieder zurückfindet, zu sich selber findet, zu unseren Prinzipien auch findet, dass wir uns da auch, ja, auch darauf besinnen, darauf konzentrieren und dass wir das ernst nehmen, steht außer Frage, dass wir uns völlig auch frei machen davon, von auch einer Wechselhaftigkeit. Wir bereiten uns auf das beste Werder Bremen vor, das wir kennen. Da gibt es genügend Bilder. Wir bereiten uns auch von der Herangehensweise, wie gesagt, auf eine sehr, eigentlich sehr individuell spielstarke, technisch starke Mannschaft vor, die auf jeden Fall Situationen spielerisch lösen kann, die torgefährlich werden kann über gefährliche Standardsituationen mit Junuzovic. Und wenn man sich auch das Gegentor, ich glaube, es war damals das Ausgleichstor in Bremen oder das Anschlusstor, ich weiß es gar nicht mehr,
ein herausragend herausgespieltes Tor, das wir gar nicht verteidigen konnten, wurden wir komplett ausgespielt, als aus dem ganzen Block auseinandergespielt. So. Deshalb haben wir auch genügend Dinge, auf die wir uns vorbereiten können und die wir selber gut machen müssen. Ich sehe im Moment keine Frage, deswegen erzähle ich ein bisschen was. Schiedsrichter der Partie wird Tobias Welz aus Wiesbaden sein. Der Signal Iduna Park ist natürlich ausverkauft. Und jetzt gibt es eine Frage. Bitte schön, wir gehen zur Funke Mediengruppe. Sebastian Wessling. Ja, vor der Länderspielpause war ja eine sehr intensive Phase. Jetzt wurden einige Nationalspiele auch sehr intensiv belastet. Wie sehr ist Frische jetzt ein Thema für dieses Spiel? Das ist auf jeden Fall Thema und immer Thema für die nächsten Wochen, dass wir gut aufpassen müssen und auch die Eindrücke ernst nehmen müssen, die wir da jetzt haben. Und es war sehr wichtig, dass die Spieler, die hier geblieben sind oder früher zurückgekommen sind, so trainiert haben, wie sie trainiert haben. Das war herausragend gut und dass wir uns auch darauf verlassen können, davon gehen wir ganz, ganz fest aus. Und deshalb, in den nächsten Wochen und in den nächsten Spielen, so nach dieser Phase, gilt es auf jeden Fall, immer frisch zu sein, immer Lust zu haben, auch sich den Dingen zu widersetzen, die der Gegner anbietet und die Schwierigkeiten zu überwinden. Und dass wir selber auch unsere Prinzipien spielen, dass da gehört eine läuferische Qualität dazu, da gehören Sprints dazu, da gehören Läufe ohne Ball, mit Ball. Und dafür musst du bereit sein und wir müssen bereit sein, da auch unseren eigenen Schweinehund immer wieder neu zu überwinden. Es geht jetzt in die entscheidende Phase und es geht Schritt für Schritt und am Samstag ist auf jeden Fall der nächste Schritt, den wir gehen wollen. Und es gilt, sind sehr froh, dass die Mannschaft und die Spieler, die die ganze Zeit hier waren, so trainiert haben, wie sie trainiert haben. Boris Rupert, bitte. Welche Bewandtnis hat das für das Spiel, dass die Mannschaft mit dem Sieg gegen Werder Bremen Platz 3 schon dicht machen kann und möglicherweise mit Schützenhilfe am Sonntag sogar auch die Vizemeisterschaft nicht mehr zu nehmen wäre? Keine. Also das habe ich gerade überlegt, ob das möglich ist, wie das gehen kann. Also haben wir uns keine Gedanken darüber gemacht und werden wir auch nicht tun. Es wäre eine Bestätigung dessen, dass wir auf einem sehr hohen Niveau Punkte sammeln und konstant in der Lage sind zu gewinnen und wir haben das ja auch öfter angesprochen, dafür auch eine bestimmte Mentalität nötig ist und die Mannschaft auch zeigt, nicht nur in den Spielen, sondern auch im täglichen Miteinander, und das würde das einfach mit Fakten unterstreichen, dass dem so ist, aber es ist kein Ziel für Samstag, das jetzt zu erreichen, sondern das Ziel für Samstag ist, zurück in die Spur zu finden, zurück zu unserem Spiel zu finden und im Heimspiel im Signal Iduna Park so aufzutreten, wie wir das von uns erwarten, und uns Tempo hochzuhalten und am Ende das Spiel auch verdient für uns zu entscheiden. Das sind die Dinge, die wir uns vornehmen. Bitteschön. Der Berater Ihres Spielers, Henrik Mkhitaryan, scheint seinen Spieler gerade international anzubieten. Juventus Turin stand zum Beispiel im Kicker. Wie bewerten Sie diese Personalie mit Blick auch vielleicht für die Zukunft, vielleicht über die kommende Saison hinaus? Und wie bewerten Sie auch das Verhalten des Beraters vielleicht in solchen Fällen? Gar nicht, ist ganz normal. Und ich würde auch nicht alles glauben, was geschrieben steht. Und im Optimalfall gar nicht lesen. So mache ich zum Beispiel. Aber ja, ist doch auch normal. Also, und das Verhalten da ein bisschen zu klappern und ein bisschen Lärm zu machen, ist völlig okay. Und sein Berater wird wissen, welch großartigen Spieler er dort auch unter Vertrag hat und die Verantwortung dafür auch hat. Und sie kennen die Wertschätzung von mir gegenüber Micky, die ist oft genug artikuliert und Micky weiß darum. Und die beruht auch auf Gegenseitigkeit. Deshalb ist der Wert von ihm für unsere Mannschaft ist oft genug beschrieben, ist riesengroß. Micky ist ein absoluter Champion und wir wollen ihn unbedingt behalten. Die Dinge sind geklärt und es liegt letztendlich liegt der Ball bei Micky, den zu verwandeln oder zumindest vorm Tor so quer zu spielen, dass er über die Linie gedrückt werden kann. In dem Fall muss er ihn selber machen. Und ich bin zuversichtlich, dass er das Ding macht.
Es gab übrigens gestern gleich 4 Meldungen zu Henrik Mkhitaryan. Mkhitaryan geht zu Juventus Turin. Mkhitaryan sagt Juventus Turin ab. Mkhitaryan wechselt nach England und Berater fordert plötzlich mehr Geld. 4 Stück in einem Tag, alle ziemlich gegensätzlich. Das zeigt auch, warum wir inzwischen keine Gerüchte mehr kommentieren, falls die Frage nochmal aufkommt. Bitteschön. Sport 1. Herr Drohl, wenn wir schon bei Personalien sind, warum ist Mario Götze ein guter Fußballer? Warum ist Mario Götze ein guter Fußballer? Ja. Ja, weil er hier klar. In der Jugend lange gespielt hat, ist doch klar. Können Sie ihn einmal charakterisieren? Nee, kann ich nicht. Nein, kann ich nicht, weil, also könnte ich natürlich, aber will ich nicht, weil ich weiß, was dann draus gebastelt wird. Und das ist dann schade drum, weil es dann einfach eine Geschichte und eine große Geschichte drum gebastelt wird, die es im Moment nicht gibt. So. Und ich glaube, dass Mario sehr dankbar wäre, wenn er davon jetzt gerade wüsste, weil ich das Gefühl habe, dass er sich aufs Training konzentrieren will und darauf konzentrieren will, seine Ziele mit Bayern München zu erreichen. Und wir im Gegensatz wollen uns auf unsere Spieler konzentrieren. Wir haben auch noch ein paar Ziele zu gehen und zu erreichen, die teilweise auch im krassen Gegensatz zu den Zielen von Bayern München stehen übrigens. So, deshalb gehört es sich nicht, dass ich über Mario spreche. Anne von Eickels, bitte. Man sieht jetzt oder hört jetzt ja schon, dass viele Transfergerüchte um ihre Mannschaft aufploppen, dementiert werden müssen oder nicht dementiert werden. Wie sehr stört das eigentlich so den Trainingsalltag und wie sehr ist das auch in der Kabine ein Thema? Weil es ist ja doch einiges in der Luft im Moment. Ja, klar. Also ich weiß nicht so sehr, wie es in der Kabine thematisiert wird. Wenn ich so das Miteinander der Mannschaft kenne und bewerte, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das Klima offen genug ist, dass sie drüber sprechen und dass, glaube ich, die Mannschaft sehr wohl in der Lage ist, sehr offen und sehr ehrlich damit umzugehen. Aber das ist eine reine Vermutung, weil ich sehr wenig in der Kabine bin. Auf dem Platz lassen wir es auch nicht zu, dass es ein Thema wird. Ich kann es auch in keinster Weise erkennen, dass irgendeiner der Spieler, natürlich geht es jetzt vorrangig um die dann noch ein Jahr Vertrag haben, sie in irgendeiner Art und Weise davon beeinträchtigt sind. Wenn es da eine Beeinträchtigung gäbe, wäre es ja ein einfaches. Sie müssen ja nur verlängern, dann wäre sie sofort wieder weg. Also deshalb ist es, glaube ich, die Gespräche laufen, wir sind mit allen Spielern im Gespräch, die Positionen sind klar, die Wertschätzung ist klar, ist artikuliert, die Spieler haben trotzdem auch die Gabe, sich zu konzentrieren, zu fokussieren auf das, was sie ausmacht, das ist der Sport. Ich persönlich und so weiter, ich finde nach wie vor, also wenn man dann auch mal abends im Trainingsgelände oder im Büro ist und sich die Situation dann mal in aller Ruhe von allen Einflüssen im Trainerteam diskutiert, dann muss man ja sagen, wir haben ja das Heft des Handelns in der Hand. Also es sind ja alle unter Vertrag und alle bei uns unter Vertrag und fühlen sich alle wohl. So deshalb tut dann eine Entspannung auch ganz gut in dem ganzen hektischen Kommentieren und Dementieren. Und so lebt sich's am besten mit dem Ganzen. Bitte. Sport 1, der nächste Versuch. Nächstes Thema. Herr Tuchel, Sie sind noch, haben Sie gerade schon gesagt, haben noch große Ziele, sind noch in 3 Wettbewerben, in denen alles möglich ist, ja. In denen man noch Titel erreichen kann. Das würde dann zu einem Triple führen. Inwieweit ist es denn schwierig, sich auf diese unterschiedlichen Wettbewerbe physisch und psychisch zu konzentrieren und fokussieren? Auf die unterschiedlichen Wettbewerbe? Unterschiedlichen Wettbewerbe. Das geht am besten, wenn man es Schritt für Schritt macht. Es geht am besten, wenn man den Wettbewerb an sich nicht zum Gradmesser seiner Motivation macht. Also sprich, dass man gar nicht anfängt, eine Wertung vorzunehmen und dass man gar nicht in irgendeiner Art und Weise zulässt, ein Spiel gegen Werder Bremen, gegen Liverpool, gegen Schalke, gegen Liverpool und gegen Hamburg in irgendeine Beziehung miteinander zu bringen und in irgendeine Wichtigkeit zueinander zu stellen. Dem ist nicht so. Wissen Sie, wir haben ja nur eine Chance. Also wir können versuchen, das, was wir bisher gemacht haben, so viele Punkte wie möglich zu holen, zum Beispiel in der Liga. Dann holen wir am Ende die Summe X und dann werden wir damit Tabellenzweiter, Tabellendritter oder Tabellenerster. So, das
Es ist natürlich, stellt sich dann die Frage, ist es dann eine größere Leistung, wenn die Punktzahl dann für Tabellenplatz 1 reicht, wie wenn sie nur zum Platz 2 reicht oder vielleicht überraschenderweise nur zu Platz 3? Wird dann die Leistung eine andere? Ich glaube nicht. Natürlich weiß ich, dass sie dann anders bewertet wird, dass sie sich anders anfühlt und so weiter. Aber das sind ja dann Bewertungen, da fließen ja subjektive Sichtweisen dann mit ein. Das finde ich dann der zweite Teil. Und das wird dann auch von außenrum natürlich auch bewertet. Wer will sagen, dass die Euroleague keinen Wert hat im Gegensatz zur Champions League? Wer will diese Wertung vornehmen? Wer behauptet, dass es kein Erlebnis war, gegen Porto zu spielen, kein Erlebnis war, jetzt gegen Tottenham zu spielen, dass es kein Erlebnis ist oder ein minderwertiges Erlebnis im Gegensatz zu einem Champions League-Spiel gegen Liverpool zu spielen? Ich finde, dass wir gerade in der Euroleague jetzt zum Beispiel zum dritten Mal eine K.O.-Runde spielen, die absolut auf dem allerhöchsten Niveau in Europa ist. Wie dann der Wettbewerb heißt, das kann doch keine Rolle spielen, in dem, wie wir unsere Aufstellung machen, wie wir uns darauf vorbereiten. So, und das ist das, und genauso ist es im DFB-Pokal. Und das ist der absolute Schlüssel. Und wenn wir diese Konzentration auf unser Tun hochhalten und wenn wir es schaffen, uns zu lösen von den Meinungen und von den Punkteabständen und von der Wertung und haben wir dort eine Chance und ist jetzt irgendein anderes Spiel wichtiger, dann wird's gut. Und dann wird's gut. Und wenn es gut wird, dann haben wir die Chance, dass wir am Ende eventuell auch in der Meinung aller und so greifbar eventuell einen Titel damit auch holen. Ja, okay. Aber vorher steht unbedingt die Leistung und die Leistung geht nur schrittweise. In jedem Training und die ist wichtig, dass wir die am Samstag dorthin zurückfinden und es war sehr wichtig, die Signale, die die Spieler gegeben haben hier während der Länderspielpause, das ist das, um was es geht und diese Mentalität Woche für Woche, Tag für Tag zu zeigen, ist das, was uns sehr glücklich macht, die so mit der Mannschaft auch zusammen und was uns sehr glücklich macht, wie die Mannschaft das lebt, jeden Tag und dann ist alles möglich. Und deshalb gibt es keine Wertung für uns, wir haben einen kleinen Kader. Alle sind wichtig und jedes Spiel ist wichtig, jedes Training. Sebastian Wessling. Dass Neven Subotic jetzt eben bis Saisonende ausfällt, hat das dann auch zur Folge, dass ein Spieler wie Matthias Ginter jetzt wieder verstärkt eben hinten im Abwehrzentrum eingeplant ist oder muss man so weit gar nicht gehen, weil es ja noch drei andere gibt? Ja, also da soll ich jetzt sagen, also die Einschätzung zu Matthias wird ja keine andere, so von was wir denken, wo er uns am meisten hilft und was so seine Stärken sind, es wird jetzt nicht eine andere, weil sich Neven verletzt hat. Der Matze kann das bestimmt auch spielen. Wir glauben aber, dass in ihm auch so viel Offensivgeist steckt, dass er woanders noch wertvoller ist, sich woanders vielleicht auch in dem, wie wir jetzt spielen, noch wohler fühlt. Aber er kann das mit Sicherheit so. Das hat jetzt mal als erstes die Konsequenz, seit wir seit gestern, vorgestern die Nachricht auch haben und die Konsequenz auch haben, dass Neven durch die Medikamente, die er nimmt, keinen Kontaktsport mehr machen darf für bis Saisonende. Hatte erstmal eine Konsequenz, dass wir Jon Stankovic von der U23 dann sofort dazu nehmen. So, das weiß wahrscheinlich der Jon selber noch nicht. Und der U23-Trainer auch noch nicht. Die fallen jetzt beide in Ohnmacht. Einer vor Freude und einer vor Sorge. Aber das ist jetzt mal zum Beispiel eine Konsequenz, dass wir diese Position sofort 1:1 auch fürs Training besetzen und Jon damit aufrückt. Und alles andere, so traurig die Nachricht ist und so bitter das auch immer ist, wenn es solche Nachrichten gibt, dass man gar nicht mehr darauf zurückgreifen kann, obwohl eigentlich Neven ein total vollwertiges Mitglied war die ganze Zeit und wahrscheinlich das jetzt auch noch mehr gefühlt hat über mehr Einsatzzeiten und das immer auch bewiesen hat. Klar, so gilt es immer damit auch umzugehen, Lösungen zu finden, neue Lösungen zu finden, um das auch zu kompensieren und es ist unser Anspruch, das auch zu schaffen, genauso wie wir das auch jetzt seit längerem mit Illy schaffen, ihn zu ersetzen. Aber auf Dauer ist das natürlich immer eine Schwächung, klar.